Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sorb am Start für euch mit einer neuen Folge zu Spider-Man! Oh no! Ich brauche mehr Medikamente. Ich sehe rot, Leute. Augenzeugen haben bestätigt, dass es nicht mehr nur einen Spider-Man gibt, sondern zwei! Einer ist noch schlimm genug. Ich habe ein echtes Problem mit der Vorstellung, dass mehrere dieser Plagen durch unsere schöne Stadt schwirken. Es ist... Jared, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Ich muss mich hinlegen. Nein, kein Krankenwagen! Viel zu teuer! Wo mein Taxi? Ich habe einen Gutschein! Fass mir nicht in die Tasche, Jared! Ich mach das! Ich mach das! Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spider-Man Action. Wir, Freunde, wir werden jetzt gemeinsam nochmal ein wenig auf Verbrecherjagd gehen, aber auch in erster Linie hätte ich Bock mit euch noch die Screwball-Sachen zu machen, denn es soll ja noch am Ende ein Bossfight geben und da hättet ihr doch sicherlich Bock, wenn wir schon quasi fast alles gesehen haben im Spiel, dass ihr das auch noch zu sehen bekommt, oder? Hättet ihr Bock drauf? Zudem können wir nochmal den ein oder anderen Anzug in Action sehen. Hier zum Beispiel den Spider-Clan-Anzug. Wie gefällt er euch, Freunde? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es wirkt natürlich sehr komisch, befremdlich wieder. So wie der andere, aber der sieht irgendwie... Also nicht von der Form her, nicht von der Form her. Weil der Kopf sieht so ein bisschen wie so, keine Ahnung, Spitzkopf Larry oder so. Aber irgendwie die Aufmachung, die Qualität der Grafik des Anzuges sieht irgendwie... voll, ich weiß nicht, sieht voll cool aus in der Welt, oder? Oder bin ich der Einzige, der Meinung ist? Ich weiß es nicht. Lasst es mich gerne wissen, Freunde. Übrigens, Freunde, nochmal der Hinweis. Boah, auf Instagram, folgt mir gerne auf Instagram. Ich stehe kurz vor den 15.000 Followern. Das wäre natürlich mega geil, wenn wir das noch dieses Jahr schaffen würden. Und es haben sich ja immer wieder einige gewünscht, dass sie mal ein Bild von mir sehen. Da könnt ihr es, auf Instagram. Ist das nicht geil? Super, oder? Spider-Bro! Drauf! Auf die Nase! Auf die Fresse! Und natürlich, Freunde, hoffe ich, dass ihr ein paar schöne Feiertage hattet. Und dass ihr geil beschenkt wurdet. Vielleicht ja auch sogar mit Spider-Man. Oh. Komm! Bam, Junge! Warum tust du das? Warum wehrst du dich? Warum machst du es mir so schwer? Hä? Warum macht ihr das? Die kleinen Pisser. Alter, nochmal so einen Ton und du kriegst selber einen auf. Die Mütze da. So, wo ist denn die Screwball-Herausforderung? Ja, vor. Jetzt mal ernsthaft. Das sieht. Irgendwie sieht das voll cool aus in der Welt. Jetzt mal Also nicht die. Klar, der sieht schon ein bisschen komisch aus. Es sieht auch aus, als hätte er ein Brot auf dem Rücken oder so. Und der Spitze, aber der Anzug in dieser Welt, irgendwie lässt es die Welt noch geiler, noch realistischer wirken, irgendwie gefühlt. Wenn ich mir das mal reinziehe, so. Oder? Er ist es! Genau, Swordman! Ich meine, Spider-Man! Spider-Man ist es. Swordman, ja. Den kennt leider kaum jemand. Jo, 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 jo. Moment, Moment. Das nehmen wir ganz kurz mit. Diese Hammerhead-Schläger machen nicht den Kopf. Nein, Spider-Man! Autodieb-Anlieferung! Für den letzten Anzug brauchen wir auch diese Herausforderung, beziehungsweise diese kleinen Aufgaben. Ey, der Anzug sieht so geil aus irgendwie. Ich bin voll geflasht gerade, ich weiß gar nicht warum. Oh, oh, scheiße. Oh. Yo, meine Spider-Bots machen ja gar nichts. Noch ein paar und das ist vorbei. Ja, noch ein paar Uppercuts und es ist vorbei. Richtig, genau. Weiter geht's. Entweder richtig verzweifelt oder richtig dämlich. Woo. Let's go, Junge. Ab zu Screwball. Okay. Da oben. Was war das nochmal? Was war das? Bomben, glaube ich, war? Bombenherausforderung.
Ah, das kriegen wir locker easy hin. Locker easy, Lem Squeezy. Ich trag leider keine Yeezy. Ich sollte Rapper werden. Ist nicht sowieso jeder YouTuber Rapper geworden? Ich nenne mich den No-Face-Killer. Ja. Oh, oh, oh. Aufpassen. So. Let's go. Let's go. Let's go. Warum kann ich das nicht... Warum kann ich das wieder nicht anvisieren? Anwählen. Hallo, Dreieck. Hallo. Bin stumm. Bin stumm. Bin stumm. Warum kann ich das wieder nicht an... Warte, ganz kurz. Ich steh doch genau davor, Freundin. Kann sich keiner erklären, oder? Wow! Dann machen wir halt das erst. Keine Ahnung, warum das schon wieder nicht geht. Moment, Moment. Ich hab deine Kollegen gerade getötet. Oh! Oh, okay, den nicht. Loser, wo bist du? Oh, aua! Ich bin fast tot! What the fuck? Lass es doch mal sein jetzt hier. Wo ist der andere? Bringt ihn auf den Boden! Das hinterlässt Spuren! Das hinterlässt Spuren! Im Bett wichsen hinterlässt auch Spuren, Kleiner. Und dann muss Mami das wieder wegmachen, wa? Oh la la, warte mal, was ist denn das hier? H&M-Werbung oder was? Oh, schicke Lady, schicke Lady. Ja, gefällt mir. Aber was mir nicht so gefällt, warum ich diese Mission hier nicht anwählen kann, Freunde. Jetzt geht's! Niemand weiß warum. Transporter nee. Mit Sable-Ausrüstung überfallen. Der Ort ist Cathedral. Jetzt geht. Ich verstehe es nicht. Egal. Gut, alles klar. Muss ich nicht verstehen. Ich bin eh dumm. Der No-Face-Killer ist halt dumm. Bevor sie hochgehen. Ja, okay, Spider-Man. Es sieht so wirklich so aus, als wenn er gerade für Mami einkaufen geht. Schön neues Roggenbrot. Was machst du? Sie ist genau da! Wie war das nochmal? Oh! Nein, nein, nein! Was? Glaubst du, sie lassen sie einfach so rumliegen? Das war ein Versehen, ich hab vergessen. Oh Gott, jetzt hab ich voll reingeschissen. Ich habe. Moment, kann man die nochmal. Moment, mit Profis arbeiten. Ja. Moment, nee, ich geb die Nummer auf. Ich geb die Nummer auf. Ich möchte die Nummer machen. Das war. Ich hab voll die Kombination vergessen. Gerade. Was hat denn der als Finger da? Was sind das, Alter? Nudeln? Was ist denn? Rot angefärbte Nudeln? What the fuck? Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, woher der Anzug stammt. Okidoki. Ja, okay. So, machen wir das nochmal. Wenn schon, versuche ich es richtig zu machen. Aber wie gesagt, ich habe die Combination vergessen. Bevor sie hochgehen. Combination Celebration. Jetzt geht's los. Jetzt zählt's erst. Zieh dich nach vorne. Nach vorne ziehen, bitte. Cowabunga! Ja! Woo! Aha! Aha! Ja! Ich hab mich verliebt! Hoffentlich nicht in mich. Du bist ein Psycho-Girl. Und Psycho-Weiber sind das Schlimmste, was du dir anlachen kannst. Vertraut mir, Freunde. Doch, aber... So, und... Go! Woo! Yippie! Er ist der Beste! Tolles Foto! Roggenbrotmann schwingt sich durch die Stadt! Du bist auf der richtigen Spur! Glühend heiß! Oh, gut, dass ich die richtige Kiste erwischt habe.
Kawabunga! Spring hoch! Spring doch richtig hoch! Ach, das hat zu viel Zeit gekostet. Yay! Gut, aber ich kann's besser. Und wieder 5000. Nicht schlecht! Aber da ist noch Luft nach oben, finde ich. Ja, ist es. Da hast du recht. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. 22,5 Millionen Follower. Respekt. Respekt. Joa. Wie viel haben wir allgemein eigentlich noch? Okay. Geräteherausforderung. Ach, da unten ist auch noch einer. Okay, alles klar. Gut, dann, dann machen wir das mal mit den Geräten noch. Auf jeden Fall in der Folge. Und dann machen wir vielleicht beim nächsten Mal einfach den Bossfight. Damit wir die alte endlich mal loswerden, ne? Aber wie gesagt, ich hab's ja beim letzten Part gesagt. Ich würde mir das nochmal wünschen, dass dann in den Nachfolger noch ein paar mehr Gegner dabei sind. Obwohl, das ist halt auch immer so. Ist natürlich schwierig, wenn du dann 5, 6, 7 Figuren reinpackst. Dann willst du natürlich denen auch ein bisschen Platz geben, aber das wird dann halt immer größer das Spiel. Deswegen, ja, bei der Hauptstory sollte man sich schon auf 2, 3 höchstens fixieren. Und das wäre auf jeden Fall am liebsten Venom. Und ich gehe mal stark davon aus, dass es auch Venom sein wird in irgendeiner Form. Dass beim nächsten Teil Venom dabei sein wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich meine, mal ganz abgesehen von dem Teaser. Weil jetzt auch im Hauptspiel der Oberbösewicht war natürlich Martin und. Und Dr. Octopus natürlich. Aber die anderen waren natürlich eher so Beiwert. Ja, muss man natürlich schon mal ehrlich sein. So ein. Scorpion oder sowas, der war nicht so eine große Nummer oder nicht so wichtig für die Story wie Martin oder Dr. Octavius. So. Das ist ja klar, das hat ja jeder sie gesehen. Oh Gott, ich hab gar keine Lust auf dich. Gar keine Lust auf dich, Junge. So. Das muss ich später unbedingt Fable erzählen. Vielleicht lerne ich sie dann von ihrer guten Seite kennen. Aber es gibt so viele Bösewichte. Alleine Kraven zum Beispiel, ja? Kraven. Kennen ja sicherlich auch der eine oder andere. Kraven, der Jäger. Das wäre auch geil. Ich finde die Figur auch sehr interessant. Übelst interessant irgendwie. So. Sag mal. Warum? Warum? Guck dir das an. Ich drück Dreieck, jetzt geht's nicht. Jetzt blinkt es kurz auf, dann bewege ich mich kurz. Okay, bereit? Ich muss mich bewegen und währenddessen Dreieck hämmern, damit ich das anwählen kann. Dann darf ich zocken. Cool. Die Zuschauer haben abgestimmt. Sie wollen Gerätekombos sehen. Du kennst das ja, Spidey. Kombinier deine Geräte. Sei kreativ. Kein Problem. Ich werde wohl mitspielen müssen. Elektronetz und Aufprall. Aufprallnetz und Elektro-Dingsbums. Locker easy. Locker easy. Nice. Das ist gut, gut. Easy Cosplayer 779 schreibt: Ich will mehr Gerätekombos sehen. Lass sie nicht hängen. Ein und wie die fliegen. Wer möchte Portebox sehen? Oh, ich will, ich will. Oh, da komm mal her. Ja, komm mal her jetzt hier, wie soll ich... Ich muss euch irgendwie in die Luft prügeln. Halt du mal still. Nein, du sollst den... Ja, ich weiß, ich hab's verkackt. Ich hab's übelst verkackt. Komm mal her, Jungs, hier, hier bin ich. Wieso zählt denn das nicht? Ich hab den doch voll an die Wand genagelt. Naja, immerhin eine Fotobombe. Oh Gott, das wird eine richtig schlechte Kombo jetzt hier.
Juhu! Ich probier's. Oh Gott, bin ich schlecht gerade. Für die Aufgabe bin ich sau schlecht gerade. Aha, jetzt hab ich's. Ja, ganz schlecht. Egal. Super schlecht. Boah, nicht mal Silber. Das war echt schlecht. Ja, das war echt scheiße. Da habe ich übelst reingeschissen jetzt. Ja, habe ich reingeschissen. Doch, kann man so sagen. Na naja, gut. Ich versuche beim nächsten Mal nicht reinzuscheißen, Freunde. Beim nächsten Mal gibt es dann das Finale mit Screwball auf jeden Fall. Seid da definitiv dabei. Lasst eine Bewertung da, würde mich freuen. Sagt mal gerne eure Meinung zu dem Anzug. Nicht nur von der Optik her, sondern auch wie das in dieser Welt wirkt. Zieht euch das mal rein. Irgendwie wirkt die Welt dadurch noch realistischer irgendwie, oder? Jetzt mal ernsthaft. Als wenn, ja, weißt du? Jetzt hier, guck mal, das Bild hier. Sieht krass aus. Ja, und checkt, wie gesagt, Instagram, Twitter, Twitch ab. Ihr wisst Bescheid. Haut rein! Danke fürs Zusehen!